Hallo liebe Jungfrau, herzlich willkommen bei In Balz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Winter 2021 und 2022 bei dir aussehen wird. Das Video ist für Dezember 2021 und Januar, Februar 2022, okay? Der Ton ist schlecht, ich weiß, dieser Tisch ist auch nicht sehr ideal, aber ich bin umgezogen und deswegen ist alles ein bisschen provisorisch. Augen zu und durch heißt es da. Wird sich noch bessern in den kommenden Tagen, ist gut? Ich bin da noch dran. Also, außerdem nicht vergessen, immer auch dein Mond, Venus und das Aszendentzeichen beachten, okay? Okay, gehen wir direkt zu deiner Legung, lieber Jungfrau. Ich sehe dich in einem roten Gewand. In einem roten Gewand. Ich glaube, dass du ein paar Überraschungen bereithältst für die Menschen um dich herum. Weil mir kommt jetzt direkt der Weihnachtsmann in den Sinn und der bringt ja Geschenke und Überraschungen, oder man freut sich darüber, man ist gespannt drauf, was dieser Mensch einem zu sagen hat, so als Kind. Und ich glaube, du spielst so ein bisschen den Weihnachtsmann so im Winter 21, 22. Entweder bist du es, der oder die Geschenke macht, Menschen überrascht, ihnen eine Freude macht oder jemand wird es für dich tun. Ja? Du bekommst sozusagen Besuch vom Weihnachtsmann, Jungfrau. Schauen wir mal, worum genau es hier geht. Ich nehme halt so Energien auf und die Zuordnung muss dann erfolgen hier, weil für mich kann es dann schwierig sein zu sagen, ob das jetzt Person A oder Person B ist, der oder die hier mit rotem Gewand da daherkommt. Hier haben wir Ast der Kelche. Da wird dir etwas gegeben. Da wird dir etwas gegeben im Winter. Etwas, das dein Herz erfüllen wird. Jemand, der dein Herz erfüllen wird. Es kann um ein Projekt gehen, dass das dann eine Herzensangelegenheit für dich sein wird. Es kann auch um einen Menschen gehen, den du dann in dein Herz schließt. Ich habe hier König der Kelche liegen. Auf spirituelle Art und Weise, Jungfrau, und da beziehe ich mich diesbezüglich auch auf die Liebe, wirst du Erfüllung erfahren im Winter 2021 und 2022. Der Weihnachtsmann ist ja an sich eine religiöse, schrägstrich kommerzielle Figur, also Sankt Nikolaus ist religiös und der Weihnachtsmann an sich, so wie wir ihn kennen, in rotem Gewand, ist kommerziell. So oder so ist das kein echter Mensch. Und bei Ast der Kelche geht es um Dinge, die vom Universum gegeben werden. Und den Weihnachtsmann kann man so wie ein Symbol betrachten, anstelle von einem Menschen. Das ist kein Mensch, das ist nicht dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte oder Hans Müller oder so. Das ist der Weihnachtsmann, das ist deine Fantasiefigur. Okay? Kommt was auf dich zu, das dein Herz zum Sprudeln bringen wird, Jungfrau. Da bist du, Jungfrau. Und du bekommst es, Jungfrau, weil du es auch haben wolltest. Du hast definiert, dass du das hier haben willst, dass du etwas willst, das dein Herz erfüllt. Du hast hier nicht gesagt, ich will jemanden, der ein volles Portemonnaie hat. Ich will jemanden, der gut im Bett ist. Ich will jemanden, der intelligent ist oder so. Du hast hier gesagt, ich will jemanden, der mein Herz erfüllt. Deine Laterne mit diesem kleinen Sternchen da ist in Richtung Ast der Kelche hier gerichtet. Das ist die Jungfrau-Karte im Tarot. Was du suchst, das findet dich, sagt Rumi. Was du suchst, das findet dich. Und das ist genau das, was hier im Winter passieren wird, Jungfrau. Der Narr. Der Narr stellt Jahresanfang dar hier. Der kommt auch ziemlich oft in den Legungen, wird jetzt auch in nächster Zeit oft kommen, weil das der Nullpunkt ist. Das ist per Anfang Jahr, wo du plötzlich... Jungfrau, so Dinge in deinem Leben, Menschen in deinem Leben, Subjekte in deinem Leben haben wirst, die dich so wie
wissen lassen, dass es richtig von dir war, deinem Herzen zu folgen. Du hast hier in der Vergangenheit eine Entscheidung gefällt. Du hast gesagt, ich folge meinem Herzen und ich möchte nur noch Objekte, Subjekte, Projekte und Menschen in meinem Leben haben, die mein Herz erfüllen. Darin liegt meine Herzenserfüllung. Und kaum willst du es haben, kommt es zu dir. Ihr könnt bei vielen Menschen, die frustrierte Singles sind, könnt ihr mal fragen, okay, was genau wünschst du dir denn? Und dann werdet ihr sehr, sehr oft feststellen, dass es nicht darum geht, dass da eine spirituelle Verbindung ist, eine Herzensverbindung ist oder ähnliches. Sehr schnell werden dann Anforderungen aufgestellt, die mit Leidenschaft, Sex, Stabilität, Job, Intelligenz etc. etc. zu tun haben. Ass der Schwerter. Schnitt. Auf die 9. große Arkana, den Eremiten, folgt die 10. große Arkana, das ist das Rad des Schicksals. Dein Leben wird sich spätestens am Jahresanfang, Jungfrau, ich sag mal um Jahresanfang herum. Zeit ist flüssig. Das Universum kennt keinen 31.12. und 1.1. Um den Jahresanfang herum, Jungfrau, kehrt sich dein Leben um 180 Grad. Diese 180-Grad-Kehrung geschieht nicht an einem Tag. Das ist nicht eine plötzliche Nachricht, wie man in den Filmen sieht, dass plötzlich dein Leben komplett umkrempelt oder ähnliches. Es ist dann rückwirkend, rückblickend, ja, wenn du so auf die Zeit zurückblickst, wirst du feststellen, um Jahreswechsel 21, 22 herum hat sich da was bei mir Um den Jahresanfang 2022 herum haben sich bei mir gewisse Dinge verändert, gewisse Veränderungen haben angefangen damals, wirst du sagen. Und schau, wo ich jetzt bin, wirst du sagen, ganz woanders. Da, wo die Herzenserfüllung ist. Das ist eine Nachricht. Also der Schwerter steht für Nachrichten, für Messages, die Dinge ins Rollen bringen. Und du gehst hier mit diesen zwei Assen hier, gehst du zwei neue Zehnerkarten an. Mit Ass der Schwerter schließt du die Vergangenheit ab. Zehn der Schwerter ist vorbei, du gehst jetzt vorwärts in Richtung Ass der Schwerter. Mit Ass der Kelche gehst du jetzt ein neues Zehn der Kelche an. Das alte Zehn der Kelche, das, was du dir nicht mehr wünschst, das gilt nicht mehr. Jetzt verfolgst du das, was du dir neuerdings wünschst. Sechs der Münzen, quer. Dein rotes Gewand. Also, wir haben hier einerseits das Universum, das dich mit etwas beschenkt, ja, so wie ein Weihnachtsmann, dir etwas schenkt. Gleichzeitig sehe ich dich hier eine Entscheidung fällen. Hier weißt du, wie du deine Ressourcen einteilen sollst, hier weißt du es nicht. Hier hast du ein gesundes Geben und Nehmen und hier nicht. Und diese Karte hier liegt quer. Per Anfang Jahr fängst du damit an, dich in eine gewisse Richtung zu orientieren. Da kommt irgendeine Message, eine Nachricht, das ist geschriebener Text hier, der dich dann hier darüber nachdenken lässt, wie du mit diesen zwei, wie du mit diesen zwei Parteien hier umgehen sollst. Entweder sind das zwei Kandidaten, ich habe hier Creme, Entschuldigung, das ist Handcreme. Ciao, Handcreme. Entweder sind das zwei Kandidaten, Kandidatinnen, und von jemandem kommt eine Info auf dich zu und dann wirst du hier eine bessere Entscheidung treffen können oder überhaupt eine Entscheidung treffen, endlich. Oder es geht hier um Kandidat, Kandidatin und das hier ist dein Job. Irgendjemand, dein Herzensmensch und die Mama oder Herzensmensch und deine erwachsenen Kinder. Ich rede jetzt ganz bewusst von erwachsenen Kindern.
Du wirst da eine Entscheidung fällen können und sagen können, in welche Richtung nun deine Ressourcen fließen sollen, wem du etwas versprechen möchtest, etc. etc. In welche Richtung es fließen soll, ist klar, das, was dein Herz erfüllt. Das soll deine Aufmerksamkeit bekommen, deine Versprechungen, deine Ressourcen etc. etc. Hier ist Vorwärtsbewegung angesagt bei dir. Der Wagen zeigt sich. Vorwärtsbewegung. Und das ist halt, der Wagen ist eine große Arkana. Und bei großen Arkanas geht es um Umstände um uns herum, die unser Leben beeinflussen. Und ich habe hier Ass der Schwerter und Sechs der Münzen. Bei irgendetwas gab es da eine Aufstauung, da hat was gestockt. Irgendetwas hast du beiseite geschoben. Irgendein Thema, du hast dich vielleicht bisher nicht entscheiden können zwischen zwei Personen oder du hast nie wirklich das Thema Mama und Frau bearbeitet, angeschaut, analysiert oder da einen Punkt gesetzt oder da war irgendein Scheideweg, das du beiseite geschoben hast, dass du nicht weiter angegangen bist, aber jetzt kommt das auf. Aufgrund von äußeren Umständen, eine Info, die auf dich zukommt, eine Message, die auf dich zukommt, kommt das hier plötzlich in Bewegung. Na, ist wieder rein. Zwei Karten. Ciao. Ass der Münzen und König der Schwerter. Du wirst hier dann ganz klar entscheiden können, welchen Neuanfang du angehst, wo du neu startest, was dein neuer Weg ist. Und zwar das, was dein Herz hier erfüllt. Okay? Ich werde die hier so übereinander legen. Wir haben hier 1, 2, 3 Asse haben wir hier. Du bist ein Erdmensch und dementsprechend ist dir sehr wichtig, dass deine Ressourcen hier richtig zugeordnet sind. Dir ist wichtig, in was du deine Zeit hineinsteckst, in was du dein Geld hineinsteckst, deine Ressourcen, das ist dir sehr wichtig. Und du wirst hier mit dieser Info, die du hier bekommst, um den Jahreswechsel herum, die wirst du in die Hand nehmen, diese Info, und hier dann eine Entscheidung fällen. Okay? Und dann geht es hier, haben wir auch wieder die 7. Und dann geht es hier vorwärts. Irgendeine Situation, 7 der Münzen, die bisher auf Stopp war, das bisher pausiert hat, geht jetzt plötzlich vorwärts hier. Okay? Ich werde hier mit diesen Karten 2 weitere reinlegen. Dann sehen wir, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Und dann werden wir hier Zeitangaben erhalten, okay? Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox in dem obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.